Sigismund mag abgezogen sein, aber dort wimmelt es sicher von Raubrittern, Briganten, Deserteuren und anderem Gewürm. Außerdem hat dein Herr dir befohlen zu bleiben. Ja, mir platzt gleich der Kragen, ganz ehrlich. Schmeißt er uns raus, wenn wir ihm drohen? Nach der letzten Folge, für die ich mich natürlich nochmal entschuldigen möchte, obwohl es ist tatsächlich so, man hat manchmal solche Tage. Und ganz ehrlich, es hat mich echt ein bisschen sauer gemacht, weil ich keine andere Möglichkeit hatte. Und ich möchte ganz gerne wenigstens etwas wählen können, aber ich kann anscheinend keinen vernünftigen Weg wählen. Wenn ich aus einem Privatbereich eine Truhe knacken muss, das heißt, ich muss dann gleich klauen? Warum? Oder müsste ich eine Wache niederschlagen, um eine Rüstung zu bekommen? Versuchen wir es doch einfach damit. Meine Eltern starben dort. Ich bin ein freier Mann und muss niemanden fragen, was ich tun oder lassen soll. Sag deinen Leuten, sie sollen mich rauslassen. Oder ich garantiere für nichts. Ich komme gleich in den Knast. Sei froh, dass ich gute Laune habe und sie mir nicht von einem Grünspan verderben lasse. Noch ein Wort in diesem Ton und du endest im Verlies. Da war ich schon. Stell dir das mal vor. Und umgebracht haben mich deine Leute auch schon. Hm? Boah, ey, das kann doch nicht angehen, mal ehrlich. Es tut mir leid, ich... Aber es kann doch nicht sein. Wir haben das Gespräch mit ihm dann noch nicht geführt, ne? Wir überspringen das mal eben alles. Ich rede jetzt mal eben mit ihm. Hallo? Gott sei mit dir. Fragen wir ihn das eben nochmal. Das hat er uns alle schon erzählt. Haben wir schon. Für alles andere. Fragen wir ihn nochmal Smalltalk-mäßig nach Sigismund Armee und ich muss hier raus. Und ich läge gern. Wir brauchen ihm nicht zu drohen. Wir sind wahrscheinlich mit unseren Werten so weit unten, dass Drohen einen feuchten Scheiß bringt. Kommt's drauf an? Er wird... Der Befehl hat sich geändert. Ich habe wichtige Informationen für Herrn Ratzig von Herrn Divischs Speeren. Das Schicksal der Skalitzer hängt davon ab. Herr Robert befahl mir, sofort aufzubrechen. Schön ausgedacht. Verpiss dich, lieber... Okay, super. Meine Eltern wurden wie Aas liegen gelassen. Ich muss sie bestatten. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Tut mir leid, mein Freund. Gut. Was schwebt dir vor? Was soll ich mir bitte... Was weiß ich? Eine Verkleidung, genau. Na gut. Selbst er sagt uns doch, besorgt dir eine Rüstung. Klau eine Rüstung. Alle sagen das. Selbst die Herrin Stefanie sagt das. Geht nicht. Wir reden aber nochmal mit ihr. Wobei das eigentlich auch nichts bringt. Aber dann kriegen wir wenigstens das Geld. Und dann speichere ich nochmal und dann... Jetzt ist sie nicht hier. Nein, jetzt ist sie nicht hier. Jetzt ist sie nicht hier. Oh, komm. Warte. Sie muss aber doch hier irgendwie hier sein. Können wir die Tür öffnen? Es ist ein privater Bereich. Alles klar. Nein! Oh, nicht knacken. Oh Gottes Willen, nicht knacken. Das habe ich zu spät gesehen. Jetzt ist sie nicht hier. Das können wir auch noch ungestraft öffnen. Haben wir ja schon mal gemacht. Privater Bereich. Ja, allerdings werden wir hier noch nicht belangt. Das wundert mich jetzt so ein bisschen. Tür können wir öffnen. Privater Bereich. Sieht aus wie eine Kapelle.
ist es auch. Nee, Schloss knacken will ich nicht. Das ist, glaube ich, eine Außentür, ne? Hi. Ja. Witzigerweise hat die Uhrzeit nicht mitgespeichert, kann das sein? Jetzt wird es nämlich abends. Oh. Ist sie das? Können wir mit ihr reden? Das ist kein privater Bereich. Komm, sie hat uns auch geweckt. Ich rede einfach mal mit ihr. Der Herr schütze dich. Was benötigst du? Das ist garantiert sowas von unziemlich. Aber gut, wir fragen nochmal alles durch. Bla, bla, bla. Ich. Dann, Was? Nicht. Nein, tut mir nicht, natürlich nicht. Klaune Uniform. Schlag einen Soldaten nieder, klaune Uniform. Klau Geld oder kauf einen Dietrich und knack eine Truhe. Ich würde dich gerne um etwas bitten. Worum geht es denn, Junge? Ich muss die Burg verlassen. Warum in Gottes Namen? Meine Eltern liegen in Scarlets im Dreck und sind den Krähen ausgeliefert. Ich kann sie nicht einfach dort lassen. Wie schrecklich. Gott sei ihren Seelen gnädig. Aber ich kann dir nicht helfen. Ich will nicht dein Leben auf dem Gewissen haben. Wenn ich bloß am Torwächter vorbeikäme. Aber das kannst du... Guter Einfall. Mit einer Rüstung. Und jetzt... Wo bekomme ich so eine Rüstung? Wo bekomme ich solch eine Rüstung? In der Rüstkammer. In der Rüstkammer? Und wo ist die? Im Torturm. Aber die Männer schlafen auch an anderen Orten. Und dort müssen dann auch irgendwo Rüstungen sein. Gut, dann warten wir jetzt gleich mal eben, wenn es dunkel ist, ob wir irgendwo eine klauen können. Das ist halt so. Kommen wir, Sie fragen dann sagt, gibt es uns sogar eine Ausrede, dass wir lügen sollen. Wir sollen lügen, wir sollen klauen. Bestechungsgeld zahlen. Das ist mir peinlich, aber man... Woher denn auch? Das sollte genügen. Dankeschön. Vielen Dank, Herrin. Gut. Und nochmal danke. Vielen Dank, Herrin. Ich muss jetzt los. Ja, vor allen Dingen aus Ihrem Zimmer raus. Sonst landen wir gleich wieder im Verlies. So, dankeschön. Nettes Nachthemd. Okay, wow. So. Die Rüstkammer. Warte mal. Da. Ist die das vielleicht? Deswegen haben wir nichts gefunden. Warte mal, das ist hier oben die Tür, ne? Der Gang, der Wehrgang auf, Da ist auch gerade keiner. Hier waren wir nämlich noch gar nicht. Hi! Scheiße, wie war das nochmal? Rauf oder runter, ist die Frage. Runter will ich nicht wirklich im Moment. Gehen wir erstmal nach oben. Hallo? Jetzt. Nur nochmal zur Erinnerung, ich habe übrigens das Gamepad wieder abgestöpselt. Stehlen. Okay. Vor allen Dingen gefunden. Geht's hier noch hin? Wenn wir schon mal dabei sind, ganz ehrlich, wenn wir schon mal dabei sind. Zu schlafen. Gut, wir wollen aber nicht mehr. Wir könnten hier schlafen, wollen wir jetzt aber natürlich nicht, weil das heißt dann auch nur wieder,
dass wir dann in die Bredouille kommen. Okay, da bin ich nicht drauf gekommen. Mea culpa. Ich sollte die Folge doch verschwinden lassen. Wahrscheinlich werde ich es nicht tun. Jetzt muss ich aber erstmal wieder heil hier rauskommen, weil wir haben ja was geklaut. Da kann ich wahrscheinlich 10-mal sagen. Uns wurde das vorgegeben, dass wir hier klauen müssen. Bin ich einfach zu neugierig. Gleich stehen wir irgendwie in 5 Wachen drin oder sowas. Geht's noch weiter runter? Okay, da kann ich nicht lang. Nee, schlafen will ich nicht. Oh Gott, ich hoffe, ich bereue das nicht, was ich jetzt hier mache. Hier noch irgendwas mitnehmen? Warte, war eben irgendwas? Ach nee, Leiter benutzen. Och, ich dachte, wir können jetzt hier irgendwas. Gut, dann sollten wir zusehen, dass wir hier wieder rauskommen, weil wir hier nicht erwünscht sind. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt schon die Uniform anziehen sollten. Nicht, dass uns einer anspricht und wir nichts erwidern können. So, warte, Moment. So, wir stehen wieder. Alles gut. La 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 la. Ja, Entschuldigung nochmal für die letzte Folge. Wir haben es ja jetzt trotzdem gelöst. Aber ganz ehrlich, das war jetzt... Oh. Ja, es war vielleicht bescheuert, weil man kann das ja sehen und ich war da noch nicht drin, ne? Aber da erstmal drauf zu kommen, wenn man hier irgendwie da angezeigt bekommt, das war echt nicht, es war nicht ersichtlich für mich. Sorry. Und ich glaube, wenn, dann reiten wir auch gleich, ne? Wir gehen mal eben da, wo unser Bett steht. Da dürfen wir ja wohl noch hin, oder? Ganz ehrlich, da, die Stefanie hat gesagt, da wo die Wache ihre Betten haben, da dachte ich, das wären Wachposten, von denen wir eine nehmen könnten halt. Gut, egal, wir haben es auch jetzt geschafft, pass auf. Ja, ist alles geklaut und? Ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. Hallo? Ausrüsten? Nein. Ach so. Alles klar. So, ausrüsten. 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 Jetzt fehlt uns aber irgendwie was fürs Gesicht, oder? Mal ehrlich. Danke. Der erkennt uns doch trotzdem. Ich dachte, wir müssen dann irgendwie unser Gesicht bedecken oder sowas, aber komm, in der Rüstung. Nee. So. Welches war jetzt unseres? Das wäre Clown. Das ist unseres. Oh Gott, und jetzt wieder mit... Oh, jetzt kommt das wieder mit Tastatur und... Schön. Komm, Hüschi. Jetzt konnte... Vorhin konnte es rückwärts gehen. Jetzt kann es rückwärts gehen. Alles klar. Miep, 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 miep. So, okay, pass auf. Wow. Das geht tatsächlich mit dem Gamepad oder ging erschienen vorhin besser zu gehen mit dem Gamepad, aber es ist mir jetzt sowas von Wumpe. Hauptsache erstmal raus hier. Kann man mal mit dem Buckel runterrutschen. Hier wird man schon
Verlies gesteckt und umgebracht, wenn man eine Frau hochhebt. So, mein Freund. Kann ich dich vom Pferd aus ansprechen? Warte. Hallo? Okay, man kann ihn vom Pferd aus nicht ansprechen. Dann steige ich mal eben ab. Und rede jetzt mit ihm. Ich muss hier raus. Tja, da hast du wohl Pech gehabt. Ah, verstehe. Na gut, aber wehe, du sagst doch nur ein Sterbenswörtchen. Warum sollte ich? Yay! Hey, öffnet das Tor! Aber hallo, dann kann ich gleich das Reiten noch mal ein bisschen üben. Ja, dann öffnet mal, ne? Oh Gott, endlich raus hier! Beschafft er ein Pferd. Gott sei Dank. Gott sei Dank! Ja, yay! Oh, wir haben es. Wir haben es. Oh Gott. Freiheit. Ich weiß, wir könnten jetzt auch Orte erkunden. Jetzt gucke ich erstmal eben. Da sind wir. Wir müssten wahrscheinlich... Jetzt sind wir hier oben. Wir müssten eigentlich hier unten lang. Ne? Da ist ein Auftraggeber, unerforschter Ort. Und ein Auftraggeber war das vorhin, glaube ich. Das war Schaus, wo wir so unrühmlich getötet worden sind. Hier können wir entdecken. Ich würde tatsächlich ganz gerne jetzt hier in diese Richtung. Ne? Hier Rovna und dann nach Skalitz. Und gucken. Ich fürchte das, was wir davor finden werden. Ist das ein Weg? Dann reiten wir jetzt mal eben vorsichtig hier den Weg runter. Ja, das ist der Weg, wo wir dann zur Burg geritten kam. Oh, sehr steil, sehr steil. So, pass auf. Und bevor wir das machen, hole ich mir da mal eben den Auftraggeber. Da. Ist das eine Brücke? Ich muss über eine Brücke reiten. Oh Gott. Warte, warte, stopp, stopp, stopp. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Brauner. Wir schaffen das. Oh Gott. So, warte. Hier irgendwo? Das Wetter zieht sich zu. Ja, ich müsste richtig sein. Man könnte auch eigentlich sein, dann kann ich die anderen Orte auch gleich mitnehmen, ne? Das Sühnekreuz entdeckt, okay. So, irgendwie war das hier. Dann steigen wir mal eben ab, lassen wir das Pferd mal eben hier stehen. Sie verkauft, ne? Ja, wahrscheinlich Leder. Na, das scheint ja eine Gerberei hier zu sein. So, hast du irgendwas für uns? Gerber Brader. Reden wir mal mit ihm. Guten Tag. Ah. Hast du zufällig Arbeit für mich? Nicht wirklich. Außer, du bist von der waghalsigen Sorte. Wie meinst du das? Wie du siehst, gerbe ich heute. Kaufen kann ich nur vom Jägermeister und der gibt mir nie genug. Ich würde ja selbst jagen gehen,
Nur hat er immer ein Auge auf mich. Du hingegen? Ich bezweifle, dass der Meisterjäger glücklicher wäre, wenn ich in seinem Revier wildere. Nein, aber er muss ja nichts mitkriegen. Oh. Pass auf, ich würde einen guten Preis für die Häute zahlen. Und manchmal bekomme ich eine Bestellung und brauche dafür was Bestimmtes. In so einem Fall wäre ich noch großzügiger. Wenn du mir ein paar Mal aushilfst, kann ich dir außerdem was Nützliches beibringen. Oh, wie, benötigst du keine Häute? Doch, er braucht doch welche, oder nicht? Benötigst du denn keine Häute? Ob du es glaubst oder nicht, aber ich brauche Wildschweinhäute. Das Leder ist nicht das Beste, aber der Schuster macht daraus billige Schuhe. Und vor Herbstbeginn ist die Nachfrage hoch. Okay, Wildschweinhaut. Das ist Wilderei. Ich glaube, da konnte man früher vom Besitzer, vom Grundbesitzer getötet werden. Soweit ich weiß. Das ist aber jetzt nicht... Was? Sag mal, spinnt ihr? Das ist jetzt aber nicht gerade so auf die leichte Schulter zu nehmen, ne? Der will uns zur Wilderei anhalten. Gut, kommen wir von da aus auch jetzt in diese Richtung? Die anderen Häuser können wir immer noch. Ich würde, glaube ich, sagen, erstmal so Richtung Scarlett's, bevor wir uns dann so in die freie Wildbahn begeben. Zumal ich erstmal mit dem Reiten klarkommen muss. Womöglich mit dem Kämpfen. Oh, hier könnten wir... Warte, hier können wir Brennnesseln sammeln, ne? Wo immer auch für. Und da müssen wir zusehen, dass wir was zu essen kriegen. Ich sammle erstmal Brennnesseln. Zur Not können wir damit einen Entwässerungstee machen. Wie sich das Wetter gerade verändert. Wir haben ja jetzt Handschuhe an, das heißt, wir könnten jetzt, können jetzt hier. Das sind Disteln, ne? Ja, wollte ich sagen. Ich sammle einfach erstmal Kräuterkunde. Oh, neue Stufe. Wenn wir Kräuter sammeln, können wir neue Stufen für Kräuterkunde? Sehr gut. Distel? Das kann ich. Blumen sammeln kann ich. Können wir auch Schmetterlinge sammeln oder sowas? Und noch andere Sachen. Löwenzahn. Daraus könnten wir Salat machen. Essen. Wermut. Der Wermutstropfen. Und noch eine Distel. Oh, Entschuldigung. Okay, das versöhnt mich ja jetzt schon wieder, ne? Mit der letzten Folge. Die ich eigentlich gar nicht zeigen wollte, aber gut. Heute Hü. Oh, da steht sie, ich wollte gerade sagen. Das ist aber nichts, ne? So, warte mal. Wie war das nochmal? So. So warten wir nur. Okay, ich muss mich jetzt wieder umgewöhnen. So hocken wir uns hin. Warum kommt das nicht, das Pferd? Müssen wir dafür einen Skill erreichen oder sowas? Das ist nicht nett von dir. Na gut. Also können wir alles Mögliche. Wir können Blumen sammeln. Schön. Jetzt fängt es an zu regnen. Du hast entdeckt Lager. Okay. Können wir uns hier was zu essen nehmen? Vorsichtshalber. Oder ist das Klauen? Und wo sind die alle? Okay. Anscheinend nicht da. Aber wir konnten aus dem Topf essen. Das finde ich schon mal gut. Oh, warte mal.
Moment. Was ist das? Johanniskraut. Das hätte ich das letzte Mal gut gebrauchen können. Ist das nicht was zum Beruhigen? Hätte ich in der letzten Folge prima gebrauchen können. Warte. Wow. Wir steigen auf in der Kräuterkunde. Neue Stufe erreicht. Cool. Da können wir womöglich auch Fische fangen. Und oh, das wird ein Gewitter. Oder? Ja, es grummelt zumindest so. Also so werden wir, glaube ich, nie nach Scarlet's kommen. Wenn ich mich immer so ablenken lasse. Oh Gott, wie bitte? Oh, ich vertraue dir jetzt voll und ganz. Wow. Können wir das auch noch entdecken? Steinbruch oder sowas? Nö. Na gut, dann Schleifstein. Was? Quest abgeschlossen auf der Flucht? Was? Quest begonnen, Heimkehr. Ja. Wo habe ich das Pferd her? Du wirst hier warten müssen, mein Freund. Es ist besser, wenn ich allein weitergehe. Was? Sieht so aus, als wären sie bereits fort. Jetzt zu Rovna, das ist schon Scarlet's, wo wir sind. Quest begonnen, Heimkehr. Suche nach deinen Eltern. Okay, das heißt, wir haben das Pferd jetzt nicht. Wir sollen da jetzt zu Fuß hinlaufen. Ist es Rovna? Das ist, glaube ich, ist das Rovna, ne? Da hinten ist Scarlet's. Ja, hier sind wir durchge... Oh Gott, ja, ich erinnere mich. Oh, was für ein Massaker. Und dann haben sie die auch noch verbrannt. Oh Gott. Okay. Es tut mir leid, aber ich muss die Folge beenden. Wir sind bei einer halben Stunde. Oh Gott, das muss ich erstmal verknusen hier. Ich sag bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch Lissi.